Ich kann gar nichts hier, ich bin Poli. Ja, yeah, yeah! Oh, RIP. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die gestrige Folge war ein absolutes Highlight. Wer sie nicht gesehen hat, wir haben Dalukart getroffen. Dalukart hat übrigens auch kommentiert, was ich super geil fand. Und in der heutigen Folge werden wir uns mal wieder um Races kümmern. Das bedeutet, ich habe mir wieder einen Supersportwagen geholt, und zwar den Lexus GS 350. Wow, was für ein Gerät, ich sage euch, das sieht auch von innen richtig schick aus. Ich kann auch gerne mal Fahrzeugvorstellungen machen, wenn ihr wollt. Aber grundsätzlich spiele ich die auch doch einfach so gerne hier in LSPDFA. Und wir werden uns heute mal wieder, ich werde mal kurz auf die Karte gehen, hier um diesen Abschnitt auf der Autobahn kümmern. Wir fahren gerade vom Gefängnis weg, hier hoch auf die Autobahn, und dann gucken mal, was wir denn so für Einsätze bekommen heute. Macht mal bitte die Schranke auf. Fuck, ah, nice. Remote Control, dankeschön. Gut. Sorry für den kurzen Cut gerade, aber ich habe zurzeit einen Husten, das glaubt ihr nicht. Und ich möchte euch ja nicht hier voll keuchen. Deswegen habe ich mich mal ganz kurz dazu entschieden, da einen kleinen Cut zu machen. So, das Fahrzeug vor uns wird mal kontrolliert, würde ich sagen. Playcheck. You need to remove the driver first. Achso, habe ich jetzt ausgesehen. Ne, warte mal, hier Playcheck. Warum muss ich denn den Driver removen? Ich meine, es wird jetzt nicht so ein High-Speed-Chase hier mit dem Auto. Aber, komm, erzähl. Wird er gesucht? Oh, das wäre schön. 2, 8, X-Ray, Lincoln, Union, 9, 4, 5, no, 10, 99. Alles gut bei dem Fahrzeug. Mr. Tow Truck. Was tun Sie? Darf ich aber abbiegen? Nein. Achtung! Ist mir egal, ist mir egal. Ja, die Karre ist wie gesagt ein Traum. Lexus. What the fuck? Hat keiner gesehen, Attention, this is dispatch. Citizens report a suspicious vehicle on Sonora Freeway. Units respond code 2. Entschuldigt bitte, Leute. Der Einsatz ist da hinten, ich muss wieder zurück. Oh shit, hier gibt's keinen Seitenstreifen, gut, dann fahren wir mal hier ein bisschen. Roger. Warte, jetzt haben das die anderen Kollegen übernommen, und ich fahre hier voll Offroad und verursache voll den super Mega-Stau plus Fastunfall hier auf der Autobahn. Naja, Ralf, das üben wir nochmal. Attention, this is dispatch. Ach, guck mal, Citizens ich hab noch report eins. A suspicious vehicle on Sonora Freeway. Units respond code 2. Der Lexus kann auf jeden Fall auch Offroad, wie wir hier gerade feststellen. Ach du Gleise, oh, das tut dem überhaupt nicht. Oh no, no, no! Autsch. Die Front leicht demoliert. Ich bekomme ja auch viele Kommentare bezüglich, wie ich denn meine Einsätze gestalten soll. Wenn ich angegriffen werde, soll ich doch erstmal bitte, wenn derjenige ein Messer in der Hand hat, den Taser ausholen und mich mit der Waffe auf ihn schießen. Ich sage euch, das werde ich nie machen. Ja? Das ist einfach mein Gameplay. Ich achte da nicht drauf, und ich bin auch nicht politically correct und werde auch noch den Polizeieinsatz so gestalten, dass das originalgetreu ist. Wir spielen ja GTA, Leute. That's a lot of fun and excitement auf Deutsch. Das soll einfach nur Spaß machen und euch unterhalten. Wer es genauer haben möchte, muss sich irgendwelche Notruf 112 von Simulator Games angucken, aber da seid ihr bei mir leider falsch. Das ist aber ein schönes Auto hier. Kenne ich auch gar nicht. Warum steht denn der hier mitten in der Pampa? Kann ich mich reinsetzen? Bitte nicht die Scheibe einschlagen. Ja, sehr gut. Gehe ich jetzt in die Luft, wenn ich los war? Alter, krasses Ding, ey. Ich glaube, mit dem soll die Streife fahren. Da ein Blaulicht drauf. Wow, Alter. Wow, die Lenkung ist mega mies. Ups, ups, ups. Okay, wir fahren zurück. Mit dem Auto jetzt hier durch die Gegend zu fahren, machen wir ein anderes Mal. Ach, gucken wir jetzt mein Auto weg. Nein! Na gut. Lassen wir den auf jeden Fall mal abschleppen hier. Weil stehen lassen möchte ich den auch nicht. Wobei ich hole... Oh, meine Versicherung, oder? War hier, oder? Und zwar Insurance Company. Die rufen wir mal an. Ich würde sagen, dann gehen wir auch mal kurz hier schlafen. Es wird ja Nacht. Und dann holen wir uns auch wieder unseren wunderbaren Lexus GS 350. Jungs, da steht er, ne? Ja, alles gut bei mir. Gute Nacht. Wie schon erwähnt, wir sind wieder da. Neuer Tag, neues Auto, neues Glück. Der fliegt aber auch sehr tief hier. Das Auto ist eine Mischung aus Limousine und Luxusauto, so ein bisschen. Weniger Racecar, muss ich sagen.
Wobei ich persönlich diese Karre schon sehr, sehr geil finde. Wir fahren mal Richtung Pirate Bay, oder wie ist das nochmal ganz kurz? Mal aufs Schild gucken. Paleto Bay, Entschuldigung. So, ein bisschen aufpassen hier. Alles gut. Wow, Tow Truck. Schöner LKW. Ich kann im Übrigen auch mal die Fahrzeuge modifizieren, die ja einfach so rumfahren, um uns rumfahren. Das heißt, ich könnte da verschiedene Fahrzeugmodelle einfügen. Auch normale Fahrzeuge, nicht nur immer diese super krassen, die man sieht. Ich möchte in Zukunft auch so ein bisschen wieder zurück zum normalen Verkehrskontrollen, die, ja, wie soll ich sagen, eine Straßensperre machen und so weiter. Viele Leute wünschen sich von mir, oder es wurde oft gewünscht, korrupter Cop, das kann ich auch gerne mal machen, aber für solche Sachen brauche ich mal ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ich persönlich feiere es auch sehr, wenn wir einfach mal ein bisschen cruisen, ein bisschen Spaß haben und normale Callouts machen. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18, Citizens report, a DUI in Santianski Mountain Range. Okay, der ist hinter mir, deswegen machen wir mal hier die... Yeah, Alter. Ich bin der Megacop. Diese Fahrt alleine gerade, diese Rückwärtsfahrt mit der überragend. So, wir haben einen besoffenen Autofahrer. Könnte man manchmal von mir auch meinen, so wie ich hier fahre. Gut, den haben wir auf jeden Fall, den erkennen wir. Den geben wir gleich mal hier so ein Traffic-Signal. Stoppen Sie mal bitte da vorne. Ja, ja, wir haben sie erwischt. Sie wurden ganz klar dabei gesehen, wie sie Alkohol konsumiert haben. So, dann gehen wir damit mal kurz, weiß man. Schönen guten Tag. Ach, puh. Jedes Mal passiert mir das, ey. So, wir holen uns Unterstützung. Backup needed in, Grape Seed. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ocean One, we can get that. Really? gut gemacht, Lady. Rund auf den Boden hier. Du bist auf ein Stück sie. Ich darf ja nicht immer so schimpfen hier. Hab ja sehr viele junge Zuschauer. Wenn euch das Video gefällt im Übrigen, teilt es doch bitte. Damit ist am meisten geholfen. Das bedeutet, wenn ihr euren Freund seid, guckt mal, der Ralf macht coole Videos. Dann helft ihr mir mehr als mit Facebook und Twitter und dem ganzen anderen Scheiß. Ich sag's euch. So, kommen Sie mal Rinder in die gute Karre. Ja, hupt mich doch nicht an. Lass mich doch jetzt erstmal die Dame hier ins Auto packen. Ja, nein, okay, steh nochmal auf, bitte. Was, Cracken? Ich hab keine Ahnung, was du mir... Komm jetzt mal mit. Ach Gott, ey, das kann doch nicht wahr sein. Na. Jetzt schon wieder so ein Spacken hier. Runter auf den Boden. Du hast auch eine Waffe? Das war Notwehr, Leute. Ganz klare Notwehr. Ihr habt's gesehen, der eine Waffe in der Hand gehabt. Verdammt nochmal, ey. Immer diese Notwehr. Ich find's auch geil, dass es dich überhaupt nicht interessiert hier. So, kann ich dich jetzt auch mal irgendwie ins Auto verfrachten, sag mal, junge Dame? Weil das geht mir schon langsam ein bisschen auf die Nerven. Hallo. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt stehe ich wieder, hänge ich wieder fest hier. Was ist denn jetzt passiert? Ich würde nicht wissen, wenn du... Oh nein, lass mich hier weg. Buggy. Oh, Leute. RIP. Das könnte man auch... Man könnte das auch falsch verstehen, wie das hier aussieht. Könnt ihr die Dame... Warte mal, kann ich die mit der 8 vielleicht... Ah ja, cool. Guck mal, vielleicht geht die so los. So, der T-Bag denn auch erstmal hier. Schön den Arsch ins Gesicht strecken. So muss es sein. Komm ich hier wieder weg? Ich kann ja meinen Tow-Truck rufen. Wow, wo ist jetzt die Tür aufgegangen? Ah ja, nice. Wow, warum ist das... Ah ja. Das Auto... Warum ist das Auto? Habe ich... War der Tow-Truck schon... Was? Okay, mein Auto ist auch wieder weg, oder? Are you kidding me? Warum passiert das denn immer? Mann, ey! Warum ist mein Auto weg? Okay, das hier schneiden wir auf jeden Fall nochmal ab. Suspect's license plate. 4, 6, Edward, King, 5, 7, 2, no, 1099. Der mit seinem Flugzeug immer, der macht mich auch fertig. So, Corona-Service rufen. Leichenbestatter. Und jetzt sollten wir auch die Straße mal hier geklärt haben. Das Motorrad fahren wir auch noch weg. Das fahre ich aber weg. Vorsicht, Lady. Gut, ich fahre zurück zum Polizeiquartier. Werde das Motorrad da abstellen, bis es die Versicherung oder der Versicherung übergeben wird. Und ich hole mir mal wieder ein neues Auto. Warum auch nicht? Wie macht man hier nochmal Wheelie? Ich kann gar nichts hier. Ich bin Poli... Ja, yeah! Oh, RIP. So, wie es sich gehört, parke ich wieder wie ein Arschloch mit so einer Karre. Attention, this is dispatch. Food Pursuit, okay. We have a suspect fleeing a crime scene on, Great Ocean Highway. Units respond code 2. Direkt hier auf der Straße rennen Leute rum. Oh, guck mal, das ist auch noch eine... Was ist das denn? Da kommt noch ein Tier. Was jage ich jetzt?
Der Tier oder die... Guck mal, das ist... Oh, der Kollege hat ihn schon. Was ist denn das, Alter, für eine Figur, sag mal, ey. Was ist denn mit dem nicht ganz richtig, ey? Der sieht aus wie ein Hungerhaken, wie so ein Halbnazi auch. Wegen der... Nee, das ist aber nur ein alter Mann, oder? Wie es aussieht. Wow, chillt mal euer Leben. Ja, ne, der ist einfach nur knochig. Ja, ich bin schon weg. Alles klar. Cooler Einsatz. Easy cheesy, man. Okay, der war ein bisschen schnell hier. Glaube ich zumindest. Ich muss den jetzt aber nicht nochmal einsammeln, oder? Ne, jetzt macht er schon. So, da vorne das weiße Fahrzeug ist mir ein bisschen zu schnell gefahren. Ich weiß, auf dem Radar da unten habe ich noch einen Einsatz, aber den, wie gesagt, der wird schon weggehen. Vorsicht. So, dann machen wir die Sirene aus und gucken, wie denn sein Fahrverhalten jetzt so ist. Ah, wobei, jetzt hat er runtergebremst. Wir prüfen ihn mal, würde ich sagen. Hey, Kollegen, was geht ab? Suspect's license plate 83 John Tom David 806 No 1099. Alles gut bei dem, okay. Dann drehen wir mal um, würde ich sagen. Parken hier mal kurz. Ah, jetzt wollte ich den gerade überprüfen. Diesen netten Prius-Fahrer. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mal aussteigen? Guten Tag, ich hätte mal ganz kurz gerne Ihren Personalausweis und würde gerne hier Ihr Auto aufmachen. Weil ich da einfach reingucken wollte. Entschuldigung, ich bin Sie kurz gegen Sie gelaufen, das wollte ich nicht. Frank Rumsfield. Natürlich auch ein sehr ungünstiger Name, würde ich sagen. Rumsfield möchte eigentlich keiner heißen. Frank Rumsfield. Ne, Fleet habe ich geschrieben, ne? Frank Rumsfield. Kleiner Typo, entschuldigen Sie bitte. Ich überprüfe Ihre Daten. Dann werden wir gucken, ob irgendwas gegen Sie vorliegt. Hier gibt es übrigens Peaches, Melons, Apples und Berries. Voll geil. Haben Sie da welche gekauft? Ja. Gut, dann würde ich sagen, können Sie weiterfahren. Alles, nein, ich mache jetzt nicht. Ja, ich mache mal ganz kurz nochmal die Tür auf. Warum denn auch nicht? Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ja, das war's eigentlich. Auf Wiedersehen. Fahren Sie vorsichtig. Fahren Sie vorsichtig, habe ich gesagt. Jetzt fährt er nicht. Jetzt läuft er und lässt seine Tür offen. Ist ja auch ist ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Jetzt joggt er sogar. Kann ja nicht wahr sein, oder? Jetzt joggt er. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. Citizens report a DUI on Great Ocean Highway. Oh, Entschuldigung. Okay, irgendwo da oben in der Pampa haben wir schon wieder einen besoffenen Autofahrer. Wir haben aber auch ein Glück, ey. Warum sind die alle stockendicht hier, sag mal? Für die Callouts werde ich mich in der nächsten Folge wieder darum kümmern, dass mal andere Sachen reinkommen. Liegt nur daran, dass wirklich viele der Callouts... Geiler Drift. Das viel... Wow, wow, wow. Fuck auf den... What the fuck, Alter. Das war Mord. Hier gleich mal hier EMS rufen. Attention all units. Und we've dann holen wir uns den da vorne, Leute. Scheiß auf den besoffenen Autofahrer. Sie haben gerade einfach jemand überfahren da. Sofort anhalten. Raus aus dem Auto, da gibt's... Ja, sehr gut. Nein, 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 nein. Raus, raus. Jedes Mal hier, Alter. Ich hab den Reifen nicht getroffen, wir holen uns Verstärkung. Attention all units, we have a 1099 in the Chilliwack Mountain State Wilderness. Den Betrunkenen da oben, wie gesagt, der stört mich jetzt weniger. Roger that. We're in the area. Green 2, we're in the area. Ah, das ist der. Schön, dass ich seinen Reifen noch getroffen hab. So, jetzt aber. Habt ihr nicht alle, oder? Raus hier aus der Karre, Mann, Alter. Scheißegal, raus mit dir. Runter auf den Boden. Runter auf den Boden. Sind vorläufig festgenommen wegen, ich würde sagen, fast sagen Mord oder fahrlässigen Mord, weil sie eine Person überfahren haben. Können auch gleich nochmal hintergucken, ob der EMS den hätte retten können. So, sie werden gleich mal von den Kollegen abgeholt. So, sie warten mal bitte ganz kurz hier. Ganz chillt mal hier, chillt mal. So. Der Beifahrer, schönen guten Tag. Machen wir wieder hinten die Tür auf, dass ein bisschen frische Luft reinkommt. Kommen Sie auch mal raus hier bitte. So, nein, nein, ich wegrennen, nee, ich wegrennen. Kommen Sie mal her. Auch mal bitte Ihren Personalausweis. Sie haben es ja gerade beobachtet, Sie hätten als Beifahrer eingreifen können oder sogar müssen. Herr Washington, nee, das sind Sie gar nicht, sind der Herr Bennett Banks, Bankton. Aber was haben denn Sie heute für Name, ohne Scheiß? Bennett, wer nennt denn das Kind Bennett, ey? Bankson.
Da muss ich an eine Pornoseite denken, wenn ich den Namen lese. Aber gut. So, gegen sie liegt nichts vor. Ich würde sie jetzt erstmal verwarnen. Und dann würde ich sagen, können sie sich weiterbegeben. Das Fahrzeug wird von mir abgeschleppt aus dem Grund, weil es eben... Ja, nee, kein Break hier. Sie sind jetzt hier Ticket und so weiter und dann auf Wiedersehen. Ich muss das Fahrzeug leider beschlagnahmen, eben weil es Gegenstand der Fahrerflucht ist. Und da gerade eben eine Person zu Schaden gekommen ist. So, machen wir die Türen zu. Nein, nicht wieder einsteigen. Hätten Sie so gerne. Nein. Hallo, nein. Really? Really, Kollege? So, Sie sind vorläufig. Nein, ich will da nicht einsteigen. Sie sind auch vorläufig festgenommen, weil Sie einfach nicht zuhören. Nicht über die Straße rennen, nicht über die Straße. Alter, bist du Maniac. Du bist. Ganz ehrlich, Sie sind suizidgefährdet, würde ich sagen. Sofort auf den Boden. Ich muss Sie aus zum eigenen Schutz festnehmen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. So. Ja, da Vorsicht da hinten bitte. Wir sind ja gleich fertig hier. Zum Glück habe ich diese Barriere aufgebaut. Ja genau, schieb das Auto weg. Nächster, raus aus dem Auto, Lady. Typ, was auch immer du bist. Und auf dem Boden. Mann, warum drehen die alle so am Rad hier? Aber das haben wir doch jedes Mal. Jedes Mal haben wir irgendwelche jungen Wilden, die meinen hier auf die Kacke hauen zu müssen. So, sie sind auch vorsichtig festgenommen. Sie wissen warum. Ja, einfach nur, weil sie bescheuert sind. Und da holen wir gleich mal einen Towtruck dafür. So, und da holen wir uns auch noch einen Towtruck, dass wir das Ganze mal aufklären hier. Citizens report a possible 503 on Great Ocean Highway. Was haben wir hier? Noch ein Dispatch bekommen? Grand Theft Auto, okay, alles klar. Wir machen mal die Absperrung weg. Fahren unser Auto auch weg. Die beiden Personen wurden abgeholt. Ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hier mit diesem wunderbaren Auto. Ja, das ein bisschen Schrott gegangen ist. Aber gut, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Weiterhin noch eine schöne Zeit auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Schreibt es mir doch bitte immer in die Kommentare. Ich lese die gerne. Ich gucke sie mir an jeden Tag. Und Daumen nach oben schadet auch nie. Kostet ja nichts. Ansonsten teilt es mit euren Freunden. Seid in meine Videos. Wenn sie euch gefallen, vielleicht gefallen sie denen auch. Und jetzt kommt die Endcard. Peace!